habt ihr euch gewünscht, Ideen zum ersten Geburtstag. Und ich dachte, das ist ein total tolles Thema und habe ein paar Sachen gesucht, die ja, fangen vielleicht schon erst, also vor dem ersten Geburtstag an oder werden dann im Laufe des Jahres interessant, aber auch ganz allgemein ein paar Sachen, die ich zu Geburtstag total toll finde. Ich selber liebe es, Geburtstag zu haben, ich zelebriere das immer und dachte, ich zeige euch da mal ein paar Ideen, wie ihr das auch ein bisschen nachhaltiger machen könnt. Ich habe hier einen Geburtstagskranz aufgebaut. Das sind so vier Elemente. Da könnt ihr Kerzen reinmachen oder diese Grimms Stecker, die ihr dann auch nutzen könnt für den Kranz als Jahreszeitenkranz oder für zum Beispiel für die Adventszeit oder so. Ich habe jetzt hier verschiedene Stecker gewählt und keine Kerzen reingemacht, aber ihr könnt natürlich Kerzen reinmachen. Ich finde, das ist immer eine super süße Idee. Ich habe noch mal einen aus meiner Kindheit. Den bauen wir immer auf, wenn Geburtstage sind, egal für welches Alter. Hier hinten habe ich mit dem Magnetspiel Alphabet, aber es gibt ja verschiedene Formen, einmal Geburtstagskind geschrieben. Da könnt ihr natürlich Geburtstagswünsche schreiben, wenn ihr zum Beispiel schon ein größeres Kind zu Hause habt, das sich schon für Magnete oder sowas interessiert. Ansonsten habe ich drumherum wirklich auch ein paar Dinge schon so ein bisschen aufgebaut, um euch zu zeigen, wie man damit spielen kann. Und ich habe viele Dinge ausgewählt, die auch perspektivisch interessant bleiben. Also, wo ihr sagt, das ist jetzt nicht nur kurze Zeit relevant, obwohl es auch ein paar Sachen gibt, aber das kann man später auch noch verwenden. Fangen wir mal an mit allem, was man so in dem Alter gut machen kann. Das ist so Stapeln, Stecken, Bauen, so ein bisschen. Es ist natürlich immer sehr abhängig vom Kind. Mein Kind ist fast anderthalb und ist jetzt nicht so die größte Turmsteckmeisterin, aber dafür läuft sie halt ziemlich fleißig. Deswegen wird das einfach ein bisschen später interessant für sie, aber irgendwann wird sie es lernen. Ich habe euch hier mal so die ganzen Klassiker mitgebracht. Diese Steckboxen, hier in verschiedenen Förmchen, kann man dann hier schon rausholen. Ich finde es tatsächlich für Erwachsene fast ein bisschen schwierig, hier die rauszuholen, aber für Kinderhände ist es super. Wir haben hier immer unterschiedliche Einfassungen, wo man wirklich den Stern nur beim Stern reinmachen kann. Bisschen weiter haben wir dann den Tresor. Ihr habt oben hier auch diese Steckförmchen. Ja. Wenn der zu ist, habt ihr oben hier auch genau dieselbe Einfassung, aber ihr könnt hier noch mit dem Schlüssel das Ganze verschließen oder wieder aufmachen. Also sozusagen ein kleines Element weiter. Was auch schön ist und auch danach noch wirklich lange benutzt werden kann, sind solche, ja hier, das sind die Baubalzen. Hier hat hier noch verschiedene Farben drin. Das ist für die Kleinen wahrscheinlich noch viel zu schwierig. Aber später, wenn es an die Farbsortierung geht, könnt ihr das hier, warte, ich versuche das mal irgendwie zu zeigen, ohne dass alles rausfällt, genau. Könnt ihr das dann auch noch so nutzen. Und in diese Bretter, davon haben wir auch, die haben wir auch einzeln, passen auch ganz viele Figuren von Grimms oder Grapat oder sowas rein. Oder was ihr sonst zu Hause habt. Genau. Das andere klassische Stapelsteckelement sind ja diese Stapeltürme. Hier haben wir mal einen, der wippt so ein bisschen mit. Es gibt ihn auch als einzelnen. Und was ich daran toll finde, ist, ihr habt hier Scheiben, die könnt ihr später auch für Murmelbahnen nutzen oder ja so fürs Fantasievolle aufbauen. Ich habe euch das hier mal schon gezeigt. Das ist der Scheibenturm Wankel. Den habe ich hier mit Holzspulen, ich weiß gar nicht, ob man das in dem Teil des Videos sieht, genau, einfach mit Holzspulen kann man den dann ein bisschen höher bauen. Sonst ist das ja eigentlich auch so ein Stabelement. Was ich auch ganz toll finde, für die Kleinen und dann auch perspektivisch betrachtet, etwas, was man länger nutzen kann, sind solche Sachen, also neben den Holzspulen oder
Die sind jetzt wirklich ein bisschen spezifisch noch alter, aber auch diese Walzen oder auch diese, wie heißen die, Stapeltürme oder so, Scheibenturm heißt es, sind die Taler. Das gibt die auch noch von Carpath. Das ist ja so ein bisschen das erste Montessori-mäßige Spiel, wo man versucht, das in Öffnung zu machen. Später kann das im Kaufmannsladen, kann das Geld sein oder irgendwas zu essen. Oder hier habe ich die als Konfetti dekoriert. Da zeige ich euch auch, kann ich euch gleich in diesem Zuge nochmal zeigen, das Konfetti, das ich hier verteilt habe, das Holzkonfetti, was sozusagen schon als wirkliches Konfetti von Grimms kommt. Das könnt ihr hier auch so ein bisschen dekorieren als kleine Zelebration. Oder die Glitzersteine, die benutze ich hier immer, wenn ich die Geburtstagstische dekoriere. Genau, was ich auch gerne mag, was man länger noch nutzen kann, sind so kleine Sachen wie die Pilze. Damit könnt ihr ja so Türmchen bauen, ne? Ihr könnt später dann auch die nach Farben sortieren oder erstmal rauf sortieren. Das ist ja auch eine große Kunst schon für die Kleinen. Die passen auch wunderbar in diese ganze Grimms-Welt mit rein. Klassischen Sätzen, ganz simpel erstmal. Das ist hier, glaube ich, Toskana Klein von Glückskäfer. Und das ist, denke ich, das Mosaik-Spiel. Ich muss mal gucken. Regenbogen-Mosaik, genau. Das sind so ganz, ganz klassische Holzklötze. Auch nicht so super klein. Das können die kleinen Kids schon gut greifen. Und davon haben sie wirklich viele, viele Jahre was von, weil sie können später damit Burgen bauen. Hier kann man noch mit Straßenrampen bauen oder Städte oder sowas. Ähnlich verhält es sich auch mit Regenbogen oder hier, das ist der Gewölbetunnel auch von Glückskäfer. Mit all diesen Elementen, mit denen man schon wirklich erstmal ein bisschen greifen lernen kann, stecken lernen kann, bauen lernen kann, stapeln lernen kann und später wird es halt, da fährt die Lokomotive durch oder die Autos. Die Bauplätze, die ich auch toll finde, sind diese Waldorfklötze. Die sind ziemlich groß und die Kanten sind abgerundet und die kann man auch ganz wunderbar für kleine, Kleinkinder, Babyhände, das ist ja schon so ein bisschen der Übergang zum Kleinkindalter, wunderbar stapeln. Die kommen so im Netz. Die finde ich auch ganz toll. Oder, das habe ich jetzt auch bei mir zu Hause, bin ein bisschen verliebt, ist das auch so ein Steckbrett in verschiedenen Formen. Kann man die Gedanken ganz verschieden stecken oder man türmt sie aufeinander oder benutzt sie dann später, um irgendwelche Welten zu legen, Bilder zu legen. Das finde ich immer super. Genau, was mögen die Kids in dem Alter noch? Alles, was ein bisschen zum Laufen animiert. Also, ich habe hier mal Lilly mitgebracht, das ist ein Nachziehtier. Wir haben noch ganz viele, also wir haben auch noch viel mehr Varianten hier im Shop. Ich zeige euch immer so eine kleine Auswahl ungefähr, worauf man in dem Alter achten kann oder sollte oder was halt wirklich gut funktioniert. Das ist mal ein bisschen kindabhängig. Das ist sowas für die Mäuse, die laufen lernen, vielleicht das hinterherziehen oder gerne gucken, so das klingelt. Die erste Animation, vielleicht auch hinzukommen und das selber auszuprobieren. Diese Greifautos, die können wirklich die Kleinen auch schon gut greifen. Das ist von Goki. Wir haben auch noch die Holzautos von Grimms. Die lassen sich auch ganz wunderbar schon fahren für kleine Mäuse. Das ist etwas, das kann man später auch noch ein bisschen benutzen. Vielleicht wird das dann irgendwann ein bisschen langweilig, weil dann gibt es halt größere Autos. Wir haben auch noch super große Autos, hier Fahrzeuge. Die sind wahrscheinlich die nächsten paar Jahre auch noch attraktiv. Das ist so die kleine Einsteigervariante. Was auch toll ist, finde ich, ist vielleicht noch nicht ganz so jetzt rollenspielmäßig was wirklich für die Allerkleinsten, aber das ist etwas, was man schon gut sammeln kann und später auch rollenspielmäßig schon gut ausgestattet zu sein, sind diese kleinen Holzfiguren von Holztiger. Wir sagen immer, wir empfehlen sie ab 3 Jahre, wenn man da wirklich auch was mit anfangen kann. Und je nach Größe sind sie auch schon sehr massiv. Also zum Beispiel der Löwe hier, der ist schon wirklich größer, aber da müsst ihr vielleicht auf euer Kind achten, ob das ein Kind ist, das das wirft und sich damit bewirft, andere Menschen bewirft
oder ob das eigentlich ein ganz ruhiges, liebes, süßes Mäuschen ist, das sowas vielleicht schon erkunden kann oder Lust hat, damit zu stapeln und zu spielen. Ansonsten sieht es halt auch wunderschön aus auf dem Regal und man hat dann später schon eine kleine Sammlung. Wir haben auf jeden Fall schon ein paar zu Hause, aber das liegt auch ein bisschen an dir. Musste ich dazu gestehen. So, noch ein bisschen, ist heute ein bisschen wirr, ne? Hier, was so ja, dann anfängt und dann auch eher im ersten Lebensjahr attraktiv wird, sagen wir so, das ist jetzt nicht, wo man sofort startet. Das ist das Fädelspiel von Grimms. Ne? Also es hat hier auch eine integrierte Stab an der Schnur. Da kann man hier so auffädeln. Hier kann man das hinten auch so ein bisschen sehen. Also man kann das schon auffädeln. Später könnt ihr das, also je nach Leistung des Kindes, erstmal könnt ihr es gerne nutzen, um das kullern zu lassen oder zu türmen, wie ich schon sagte. Das Tablett könnt ihr nutzen, um das als wirklich als Rahmen dessen, in dem man sich bewegt während des Spiels, nutzen. Und das Aufheben kommt dann vielleicht ein bisschen später, je nach motorischer Fähigkeit des Kindes. Das ist ja auch mal ein bisschen unterschiedlich. Und dann auch, was wahrscheinlich die Kids auch nicht sofort können, aber im Laufe des Jahres wahrscheinlich schon lernen und so Richtung des zweiten Geburtstages oder mit anderthalb, je nach Fähigkeit, ist dann so ein bisschen dieses Reinpuzzeln, allererste Puzzle, wirklich so ein, zwei Teile, nur mal reinlegen. Das hier ist so ein Schichtpuzzle. Hier sieht man es auch, das ist nach Größe sortiert. Das ist vielleicht am Anfang noch ein bisschen schwierig, aber hier geht es erstmal darum, ein bisschen Formen kennenzulernen, Größen kennenzulernen. Vielleicht schafft man ja schon das erste Teil hier reinzulegen. Und dann vielleicht irgendwann schafft man auch, das ist ja das zweite Teil. Das geht auch so ein bisschen ums Ausprobieren. In dem Fall etwas zu lernen im ersten Lebensjahr. Was natürlich auch immer geht, ist so etwas wie Sandspielzeug. Oder bei uns ist das auch Badespielzeug. Ne? Also wenn ihr jetzt Mäuse habt, die keine Sommerkinder sind, sondern so wie mein Mäuschen ein Winterkind, dann funktioniert das auch alles wunderbar in der Badewanne. Aber das ist etwas, was Kinder auch schon wirklich lieben, ist im Sand zu spielen. Und erstmal wird vielleicht nur der Eimer mit der Hand befüllt oder ihr habt schon ein Mäuschen, das sagt, so eine Schippe, finde ich ja super interessant. Vielleicht, je nachdem, wenn euer Kind schon früh mit Besteck ist, dann ist so etwas wie eine Schippe oder sowas oder Sandkörbchen schon interessant für euch. Genau, was ich hier hinten noch habe, das ist ein bisschen, vielleicht eher so ein Babygeschenk, wenn ihr sagt, ich besuche jetzt ein Baby, das ist aber schon geboren vor ein paar Monaten, aber ich sehe es jetzt zum ersten Mal. Da sind diese Rasseln noch total super und die sind auch noch eine Weile interessant, weil das ist so kein kleines Musikinstrument sein, man kann das rollen und dann macht das Geräusche und sowas alles. Ja. Das ist ja auch immer nicht so ganz strikt getrennt. Jetzt mit einem Jahr kann man das, mit 6 Monaten kann man das. Was ich hier noch als Deko aufgebaut habe, ist der Setzkasten. Genau, mit dem kann man schon türmen und die wachsen auch super lange mit. Später kann man darin Dinge sortieren. Oder wenn es dann Richtung Vorschule, Schule geht, kann man da drin Stifte und sowas alles aufbewahren. Also da habt ihr wirklich lange etwas von. Und jetzt wollte ich euch noch ein, zwei Dinge zeigen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich mit der Zeit schon drum bin, aber wahrscheinlich ist es jetzt auch egal. Genau, ein bisschen Dekoration. Ach, wir bleiben noch mal kurz beim Schreiben. Ich weiß, es ist noch ein bisschen früh, aber wenn ihr ein künstlerisches Mädchen habt oder sagt, ich sehe das Kind, das ist jetzt ein Jahr alt und ich möchte ihm gerne was zum Geburtstag schenken, aber der Geburtstag ist vielleicht schon ein bisschen her. Oder ich möchte gerne mal was mitbringen. Dann sind vielleicht diese Maltropfen von Ökonorm ganz toll. Ökonorm ist alles aus unbedenklichen, auf Lebensmittel basierten Farben. Und was zum Beispiel bei diesen Maltropfen, die gibt es auch in unterschiedlichen Größen noch, total super ist, ist, dass ihr hier so eine Kugel habt, mit der ihr gut malen könnt. Also hier, das Kind, kann super das super greifen. Auch toll für Helene, sagte das. Sie hat jetzt ein Kind, das ist im zweiten Lebensjahr, also ein Plus, und ist aber das dritte Kind. Die interessiert sich, also das Kind interessiert sich natürlich schon für so etwas wie Malen, was jetzt vielleicht ein erstes Kind noch nicht so macht, weil es noch nicht die Vorbilder sieht.
Genau, was ich euch noch zur Dekoration zeigen wollte, hier haben wir diese Stecker nochmal in einer Riesenverpackung. Das kennt ihr euch nicht so an. Ne, die kann man einzeln kaufen, kann man auch im Großen kaufen. Es gibt sie auch, also hier ist nochmal einzeln so ein Stecker. Es gibt auch Zahlenstecker. Es gibt auch verschiedene Ringe. Der ist hier von Goki, der ist von Grimm. Oder auch etwas, was toll zum Geburtstag ist, ist so eine Girlande aus Holz. Wimpeln. Die kann dann auch im Kinderzimmer hängen. Ne? Das finde ich eh eine schöne Idee. Dinge, die dann im Kinderzimmer bleiben und Dekoration sind zum ersten Lebensjahr. Ah, die Holzspulen, die ich hier schon mal so ein bisschen aufgestapelt habe. Schaut mal, wie wunderschön sie sind. Das finde ich auch super. Kann man greifen üben, stapeln üben, später kann man die durchfädeln. Also das ist generell vielleicht mein Tipp. Geschenke, wo ihr sagt, das kann man jetzt und später nutzen. Das sind wirklich schöne Geschenke zum ersten Geburtstag. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, habe nicht zu lange geredet. Ihr konntet was sehen und wünsche euch viel Spaß beim Geburtstag feiern. Tschüss!